but never mind. Hey Leute und willkommen zurück bei NFS Pro Street und wir werden heute den nächsten Renntag fahren. Und okay, das sieht etwas verbuggt aus. Ich habe den 42SX ein bisschen eingefärbt. Also nicht eingefärbt, sondern optisch verändert, so. Mit so ein bisschen mehr, ja, Sachen dran. Und ja, wir fahren direkt los. Nicht so viel rumschnacken. Und ja, letztes Mal haben wir den anderen Renntag zu Ende gemacht. Oh, zwei Corvette 67er. Und ja. Wir haben, ich hab den halt so mit den Streifen, wie ich es oft mache. Und dann erinnert mich sehr an die Supra mit Grip Enemy und so weiter. Hier kann man ja sowas auf die Scheiben auch noch machen, das finde ich ziemlich cool und so weiter. Von daher habe ich da ein bisschen rumgewerkelt. Aber er zieht gut nach vorne jetzt. Von der Beschleunigung her. Bisher auch noch keinen berührt. Lass mir Platz, danke. Ja, sonst. Manche Sachen habe ich einfach nur drauf geklatscht und vielleicht sieht es ja gut aus. So nach dem Gedanken. Also von der Beschleunigung her haben wir jetzt einen Wagen, der gut ist, nur von der Höchstgeschwindigkeit bleibt er weiterhin nicht so krass. Ist halt nicht so viel eingefallen designtechnisch irgendwie. Ich habe mich auch, also ich bin auch noch nicht so krass drin in diesem Tuning in dem Spiel, weil das ist ja nochmal anders. Okay, 208 Spitze. Na, sagen wir 204. Also 208 mit Nitro auf jeden Fall. Es wird nicht so leicht, wenn die auf der Geraden so stark sind. Das mit dem Windkanal, den Charaktern, konnte ich noch nicht wirklich fixen. Ich weiß immer noch nicht, warum das so ist. Wahrscheinlich irgendein Fehler bei der Installation, aber ich installiere jetzt nicht das Spiel nur. Jetzt muss ich den Civic irgendwie hinter mir halten. Okay. Ist nicht leicht beim Rückwärtsgucken zu lenken. Lenken, okay. Beim rückwärts gucken, nach hinten schauen, zu lenken. Weil ich halt mit dem Steuerkreuz nach unten, nach hinten gucke und mit dem linken Analogstick lenke. Was machen die denn da? Guck mal auf die Map. Was haben die denn da oben in der Kurve gemacht? Oh, und der Civic hat einen großen Fehler gemacht. Easy win. Wahrscheinlich fahre ich jetzt gleich völlig in die Böschung rein. Aufs Feld. Ah, naja. Ich weiß nicht, was wäre, wenn wir dieses Stufe 2 Teil für den nicht bekommen hätten. Das macht echt einiges aus. Also das ist schon heftig. Ja, ich weiß, dass alle, die auf
Boah, was ist das denn für ein Sylvia da hinten? Der sieht ja richtig schrecklich aus. Zwar besser als der Golf, der da ist, aber er sieht schrecklich aus. Ja. Saphir SSX wäre auch cool, so als Dings. Okay, nächstes. Fiddle Mind weg. Okay, Don Barry sollte kein wirkliches Hindernis darstellen. Okay, Stufe 2 Nitro kann ich auch easy im dritten Gang erst verwenden. Das bringt, glaube ich, mehr. Und direkt schon mal schneller. Ja. 1,2 Sekunden schneller. Oder habe ich mich jetzt verguckt? Okay, 215 PS Gegner. Habe ich auch 50 PS mehr. Hat zwar nicht so viel zu bedeuten, weil auch noch das Gewicht eine entscheidende Rolle spielt. Und vor allem die Aerodynamik, aber da habe ich hab Level 3 Aero. Und so schwer ist der auch nicht. Boah, Alter, haben wir dieser Sound. Ich glaube, das soll Feuerwerk sein. Ich weiß es nicht. Aber der ist schlimm. Alter, ich habe zweimal Nitro. Da hau ich natürlich gleich am Anfang raus. Wenn ich zweimal Nitro hab. Oh, und er hat aber ein bisschen mehr PS. 9 PS mehr, das ist nicht so nicht viel, aber... schon mal nicht ganz so gut. Also wenn man es richtig macht, dann kann man da echt gut Zeit holen, glaube ich. Aber muss auch direkt das erst nach dem ersten Gang machen. Auf jeden Fall. Aber in der Halbmeilen im Halbmeilen wird es mir so viel bringen. 5000, ja, okay. So, Renn-Events. Warte mal ganz kurz. Waren reparieren. Okay, Schaden 0. Halt mal einen Drake. Das wird jetzt interessant mit zwei Nitro-Teilen. Das ist echt stark eigentlich. Hauptsache, ich finde das sehr lustig, wie er das immer sagt. Ich meine, klar, man kann es. Es ist immer so eine Sache, aber eigentlich hatte ich das nie gehabt. Aha. Okay, aber irgendwie macht das auch ein bisschen Probleme, wenn ich ein bisschen zu früh schalte. Boah, ist ja so viel schneller schon. 18, 19, 20, ja, ein bisschen zu schlecht, weil ich das einmal underwaved bin. Also zu früh geschaltet hab. Okay. Ich find's cool, dass man hier diese Camo-Looks hat. Oh ne, das war kein guter Burnout. Eigentlich kann man den Versuch direkt lassen. Ja, ich hab mir auch. Ich verschalte mich immer beim selben. Ich meine, ich war zwar immer noch weit vor der Konkurrenz, aber. Hm. Ja,
Ja, immer noch über eine Sekunde vor der Konkurrenz, aber es reicht nicht. Also, es reicht schon, aber irgendwie, es geht ja schneller. Den Spruch fand ich cool. Okay, mein Wahnsinns-Burnout. Okay, auch wenn ich perfekt schalte, hat er diesen Fehler. Ja, war nicht schlecht, aber auch nicht so krass gut. Vielleicht nochmal verbessert ein bisschen? Nee. Ich vergesse, woher habe ich den Schaden? Egal. Einer der Hauptakteure des Wochenendes ist Ryan Cooper. Einfach unglaublich, der Typ gewinnt einfach alles und gegen jeden. Mann, das ist der. So, dann haben wir noch ein Zeitfahren, das sollte recht easy sein. Ah, die Chevrolets in der Rennklasse sehen schon cool aus. Die Kobalts. Was macht der denn da vorne? Ich hoffe, man hat's gesehen. Also, auf jeden Fall hat man es auf der Minimap gesehen. Aber hä? Was macht der Kobalt denn? Hat auch schon gut Schaden. Ich find's auch cool, wie... Das muss man echt sagen, das ist so ein schönes Detail im Spiel. Man hört immer nur die Sachen von den Lautsprechern, also schwer zu erklären. Auf den Rennstrecken sind ja auch in der Realität immer so Lautsprecher einzelne. Und auch nur wenn du an einem vorbeifährst, hörst du den Typen auch. Das finde ich cool. Vor allem bei dem Alter. Ich meine, das ist jetzt 11 Jahre alt. Für mich hört sich 2007 gar nicht so alt an, wie es eigentlich ist. Vor allem im digitalen Zeitalter ist es ja ziemlich viel. Ich glaube, ich finde das Spiel sogar besser als Carbon. Ich weiß nicht warum. Es ist einfach nett gemacht. Es ist so viel Arbeit. Es gibt auch die Funktionen, die Carbon einzigartig machen für viele, wie zum Beispiel auch Autoskult. Also das Anpassen von allen möglichen. Dass du nie einfach Teile hast. Und die kannst halt vielleicht in klein, groß, mittel kaufen. Teilweise gibt es das ja. Oder ein paar. Sondern du kannst diese Sachen auch anpassen. Bei den Bodykits kannst du ja alles nochmal anpassen. Das ist Autoscope für die, die es nicht wissen. Und das ist schon heftig. Tuning finde ich auch gut. Ja, weiß gar nicht, wie das mit dem Vinyl-Tuning genau nochmal war. Ich glaube, es war aber so ähnlich wie hier. Vom Tuning her sind, glaube ich, Carbon und Pro Street die beiden besten. Zum Glück ist auch der Sprecher nicht parteiisch oder so. Das ist schon lustig. Vielleicht komme ich jetzt ja auch mal gut hier aus der Kurve raus.
ohne hier in die Begrasung zu fahren, ja. Es gibt noch mal einiges mehr an Geschwindigkeit. Also im Zeitfahren sind die Gegner echt nicht gut. Das ist schon... Und ich fahre jetzt auch nicht überragend. Und ich spiele halt auch auf der schwierigsten Stufe. Von der KI-Einstellung hatte ich noch nie was gesehen. So. Wir müssen jetzt auch dominiert haben. Ja, nochmal 6.000 drauf. Es lohnt sich auch fürs Geld. Und nochmal 7.500. Oh, warte. G-Fact ist cool. Hätten sogar jetzt schon das, das ist krass. Aber nee, wir machen erst alles. Also wenn, dann machen wir auch alles. Vor allem, weil es uns später, kann ich das zeigen? Mann. Später sehr viel mehr bringt. Aber naja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir eine Bewertung, einen Kommentar, ein Abo, keine Ahnung. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.